Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 173 von Aborion. Und zwar müssen wir jetzt hier noch ein Gyrophalanx-mäßig was machen, damit wir besser drehen, weil wenn wir das Schiff ja jetzt gleich schwerer machen durch diese Steinpanzerung oder Steine, ist ja keine Panzerung, sind ja nur Steine, da kommen die nicht durch, sagten die. Und ja, da müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Da müssten wir ein Gyrophalanx erstmal setzen. Gehen wir in den Baumodus, aber das machen wir alles nach dem Intro, würde ich sagen. Bis gleich. So, dann sind wir im Baumenü. Jetzt müssen wir den Gyrophalanx haben. Gibt es den hier eigentlich auch? Generator, ne? Korrekturdüsen. Haben wir die hier unten schon drin? Ne, haben wir wohl nicht. Oder ist das der erste? Ne, Panzerung. Und der hier ist Trägheitsdämpfer. Den gab es aber nur in Dingens. Heißt, wir müssen mal hier gerade reingucken. Der war doch hier oben immer, ne? Oder? Da ist er. Trinium. Den gibt es in allen Kategorien. Beinhaltet, dass wir dein Schiff in jeder beliebigen Richtung drehen können. Leicht zu zerstören, funktioniert besser, je höher das Material ist. Okay, das heißt, wir müssen den nehmen. So, und dann müssen wir gucken, wo wir den hier hinbauen und wo er vielleicht schon ist. Welcher ist denn das? Ist das der? Ne, das ist eine Batterie. Der da ist es, ne, oder? Ne, ist ein Computerkern. Ist er das? Ah, da sind sie. Das ist Trinium. Und da vorne ist, das ist alles das Gleiche, ne? Dann würde ich doch mal sagen, Block umwandeln, den nehmen und wir wandeln den um eigentlich, ne? Mach den mal wieder weg. Block umwandeln. Den, den, den und den. Ist die Frage, ob das reicht, aber hier ist sowieso noch gelb, ne? Vielleicht sollten wir die mal. Warte mal, da gibt es alle in zwei Richtungen. Wo ist die dritte Richtung? Haben wir den gar nicht gemacht? Da hinten ist noch was. Nee. Das ist was anderes. Dann würde ich sagen, machen wir das mit dem hier, Spiegelachse. Die Achse spiegeln wir. Den machen wir mal C-Steuerung kopieren und V. Dann haben wir den, ja. Und dann müssen wir den aber mal gerade noch rotieren. Und zwar so, ne? Nee. Noch so, dann ist passend. Und dann bauen wir den noch dahin. Und dann haben wir erstmal schon mal ganz viel verkauft, gemacht. So, jetzt sind wir links, rechts, aber mit der Drehung dann auch besser, oder? Kann das sein? Ich hoffe, das reicht, ne? Das ist nämlich die nächste Geschichte. So, jetzt müssen wir Steine sammeln. Frachtraum. Wo ist jetzt hier ein Stein? So, Stein in leicht. War, glaube, hier Titan. Das war das Leichteste mit Stein, oder? Wo war denn hier der Stein? Der? Glas. Computerkern, Titan. Ergiebiger Stein. Ergiebiger Stein. Ich brauche einen normalen Stein. Da. Stein, so wie man ihn austreten will, ist schwer billig und schwer zu zerstören. Das ist, solange niemand mit einem Bergbaulaser kommt, nur zur Dekoration. Immun gegen Elektrizitätswaffen, hohe Stabilität, sehr hohe Masse, gute Reduktion für Kollisionsschaden. Okay. Ich habe den ausgewählt, gehe raus aus dem Schiff und muss jetzt hier irgendwie anschaffen, anbauen, dass wir da ein bisschen geschützt sind. Das wird aber schon schwer genug, glaube ich. So, jetzt müssen wir erstmal eine Platte machen, weil da stand ja in dem Text, dass es ganz dünn reicht, ne? Also machen wir mal ganz dünn. Und dann machen wir das. Hier irgendwie dran. Ne?
So, dann müsste ich den höher machen. Wo ist denn der jetzt? Da ist die Platte. Gut, dann würde ich das so machen wollen. Und der soll dann noch breiter werden. Aber so gefällt mir das gerade nicht. Ich baue den mal so dahin. Und baue den nochmal hier hin. Aber flacher. Flach war so. Warte mal, da können wir noch eine zweite Achse beinehmen. Dann macht das vielleicht noch Sinn, oder? Geht das so? Das Spiegeln funktioniert zwar, aber er macht das nicht dahin, wo ich es hinhaben will, ne? Habe ich noch eine Möglichkeit irgendwie? Nee. Nee. Macht der rechte was? Nee, der macht das gleiche wie der linke. Shift-Taste und Steuerung habe ich gerade gedrückt, um zu gucken, dass das vielleicht hinkriege. Jetzt müsste ich aber gucken. Nee, dann kann ich das knicken. Die zweite Achse bringt mir nichts. Ich muss das Ding auf jeden Fall breiter ziehen. Mach das mal weg. Würde das so machen wollen. Ne, so war schon richtig. Da eine Platte jetzt platzieren. Und da eine platzieren. Okay, die untere machen wir dann mal höher. Und die machen wir weg. Die war falsch. Machen jetzt die, die wir schon haben, hier nochmal. So passt es. Ich hoffe, dass es, wenn der von vorne kommt, dann ist das passend. So, und jetzt müssen wir noch hier oben das Deck machen. Warte mal, das war jetzt die linke Taste, ne? Oder? Ne. Kannst du die Spiegelachse mal rausnehmen jetzt? Jetzt muss ich das drehen. Er war das. Ne, der war verkehrt. Also nochmal drehen und ich glaube, der rote ist der richtige, ne? Das ist nicht. So, jetzt den roten. Ah doch, den so drehen war vielleicht auch nicht verkehrt. Dann kann ich vielleicht die Größe nochmal benutzen, oder? So. Und kann ich den jetzt nochmal drehen? Drehen mal so. Ich kriege ihn aber hier nirgendwo auf die Spitze oder so, ne? Die Torpedos müssen auch noch raus. Vielleicht so. Und so. Ich glaube, das würde gehen. Das geht auch. Ich würde es so probieren mit dem Ding, wenn es denn überhaupt noch fliegt. Das müssen wir jetzt als erstes austesten, ne? Oh, aber doch, der bewegt sich sehr gut noch. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Aber wir haben jetzt auch noch weitere Dinge eingebaut, die das uns noch verstärken. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es so gut ist, aber ich will es hoffen. Sieht einigermaßen aus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da hinkommen, ne? Oder? Wo müssen wir hin? Sprung haben wir verändert, ist klar. Wir müssen... Notruf? Wo ist denn... Ich sehe die Wissenschaftler gar nicht mehr. Oder waren die so weit unten? Ah, die waren da unten, ne?
Die Wissenschaftler, okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt darunter. Traveler. Der springt dahin. Springt dann dahin. 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 Und das die Wissenschaftler? Ja, da bin ich schon ein bisschen falsch, aber ist auch, glaube ich, ziemlich egal. Und gucken zu, dass wir da hinkommen, ne, oder? Habe ich jetzt die Route gelöscht oder habe ich jetzt nur das Schiff abgewählt? Das wäre jetzt der Hammer, was ich da gerade gemacht habe. Schauen wir mal rein. Ich will hoffen, es ist noch richtig. Wir sehen es ja, wenn jetzt hier noch ein Punkt ist, wo er hinspringen muss. Aber da ist noch ein Punkt. Und der kühlt immer noch lange ab, ne? Sie haben eine Ressource, aber einen Haufen Geld. Kommen Sie hier, beste Preise im Sektor. Na super. Ja, das bedeutet wieder, das Abkühlen bringt mich ja auch nicht wirklich weiter, ne? Da, der Autopilot da, den kann ich dann also vergessen. Kann jetzt nämlich hier wunderbar selber fliegen. Dann geht da was runter. 5 Sekunden, 3, 2, 1 und er springt. Und das geht schneller wie das andere, oder? Irgendwie muss ich noch so ein Teil finden, was der Thomas sagte, dass ich da weiter hinkomme, ne? Fliegen wir da ein. Hyperraumantrieb lädt auf. Das hat geklappt auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen diesmal nicht so weit nach rechts rüber. Hier geht's weiter. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Ja, das ist schön, aber wir sind schon weg. Okay, wir müssen noch da. Koordinaten eingegeben. Wir springen in die Richtung. Und wo ist es jetzt? Noch da unten. Wir müssen noch zweimal springen. Koordinaten eingegeben. Und auf geht's. Lade Hyperraumantrieb. Springe. Wunderbar. Und letztes Ziel dahin. Koordinaten eingeben. Und wir springen auch dahin. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber erst dann einen Cut. In der nächsten Folge wollen wir dann schauen, dass wir da die Stadt, diesen Satelliten wieder zerstören. Wenn wir ihn zerstört haben, wollen wir dann hoffen, dass das dann klappt, dass wieder dieses Schiff kommt. Und ja, wenn das Schiff dann da ist, dann wollen wir hoffen, dass unsere Panzerung hilft, dass unsere Waffen helfen. Und dann haben wir ihn vielleicht. Weiß ich aber nicht. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lauert. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis dann. Ciao.